Guten Morgen, heute ist Freitag, der 1.11.2019 und ja, jetzt mittlerweile der dritte Monat, seit ich unterwegs bin. Ja, das Ziel heute ist Gragnon, das ist ungefähr 28 Kilometer von hier und ja, das Wetter ist ein bisschen scheiße, es ist bewölkt und es wird auch die nächsten Tage irgendwie unbeständig sein. Aber ja, ich bin etwas ja, angeschlagen, müde. Ein Typ hat heute Nacht dauernd, ist jede zwei Minuten, keine Ahnung, aufs Häusl gegangen und ja, habe jetzt nicht so gut geschlafen, bin etwas lethargisch. Aber ja, gehen wir's an. Ich bin hier in so einer kleinen Ortschaft und hatte mein zweites Frühstück, weil dort, wo ich in der Alberge, wo ich war, gab es nur Kaffee. Und ja, jetzt geht es mir schon viel besser und ja, oh, da ist irgendwas. Ja, ich habe es nach, ich glaube, Santo Domingo geschafft und ja, es war ungefähr, ich glaube, 13:30 und ja, ich war was essen, hatte einen übertrieben großen Cheeseburger, der hat mir jetzt nicht sonderlich gut getan. Ja, theoretisch könnte ich auch hier bleiben, aber ja, ich glaube, ich mache noch die, keine Ahnung, 5-6 Kilometer bis nach Gragnon und ja, bin auch immer recht müde und ja, aber ja, ich könnte auch hier bleiben, aber ich glaube, ich gehe trotzdem weiter. Ja, keine Ahnung. Indeed. How was your day so far? Nothing. I'm really tired. I didn't sleep well, so. Oh really? Why not? I don't know. A guy was going to piss every 15 minutes, and there were kids or people outside. All right. Partying. Oh yes. Oh yeah. I was so tired. And the guy snoring next to me, I just passed out. You should work for the weather forecast. It's your hidden talent. Weather!
La casa de los sonrisas. Donativo. Sounds good, huh? Nice food truck. That's what she said. Really? Yeah. I like these new buildings. Yeah. Oh man, my eyes are freaking out from all the lights and lack of. Whoops. Jo, wir haben es geschafft. Wir sind hier in Grañón und hier in dieser, ich meine, es ist keine Alberge, das ist eher ja, Hinterhof von der Kirche. Wir schlafen hier oben auf dem Boden mit Matratzen. Sehr rustikal, aber auch sehr interessant. Das ist eine Donativo auf Spendenbasis und heute Abend haben wir Abendessen. Und ja, das funktioniert ungefähr so. Wir werden jetzt essen, was die Leute gestern gespendet haben, halt vom Geld. Und die Leute, die morgen kommen, werden von den Spenden, die wir heute da lassen, essen. Ja. Interessantes Konzept und ja, ich finde es hier super toll und angenehm. Es gibt viele Instrumente, ich habe schon viele bekannte Gesichter gesehen. Und ja, ich denke, das wird hier super interessant und toll. Yeah. Okay, cheers. This is beer? What? No, it's not. Have the indigenous people arrive to New Zealand with a walker.
door.